Mein Name ist Martin Bissig, ich bin Canon Ambassador und ich darf euch heute die brandneue Canon EOS R5 vorstellen bei Fotovideo zum Stein. Viel Spass! Hallo zusammen, wir sind hier mit Martin Bissig, einem Actionfotograf, Sportfotograf, den wir auch schon ein paar Mal gehört haben und gesehen haben. Er ist ganz speziell einer von den vier, ja, eigentlich einzigen in Europa, der die Canon EOS R5 hat können testen, vorläufig. Heute da, für das du eigentlich darüber kannst berichten. Merci aber schon mal für das. Und mega zum Starten würde mich interessieren, du hast ja jetzt viele Kameras schon können testen, schon können brauchen. Wie ich gehört habe, viel mit der EOS R, jetzt auch mit der 1DX, die erst gerade rausgekommen, die R5. Was haltest du schon mal von der? Ja, es ist natürlich etwas ganz Spezielles, wenn du natürlich einer von diesen vier bist in Europa, wo die jetzt testen darf. Und das allererste Mal, als ich das Paket aufgemacht habe und sie rausgenommen habe, habe ich mir gesagt, es ist schon mal cool, sie liegt schon mal richtig, richtig gut in der Hand. Also es fühlt sich eigentlich von Anfang an schon mal an wie ein absolutes Profigerät. Und das ist etwas, was für mich natürlich schon ein bisschen zählt. Also ich habe eine Woche lang die Kamera ausprobieren. Ich habe verschiedenste Sachen fotografiert. Ich bin mit einem Motocrosser unterwegs, ich bin mit Mountainbiker unterwegs, mit Skateboarder unterwegs. Ich habe Landscape-Aufnahmen gemacht, ein bisschen wandern und habe sie wirklich durch und durch getestet. Und ich muss sagen, für mich ist sie jetzt das Fazit nach dieser einen Woche die absolut beste Kamera, die Canon bis jetzt rausgeht. Das ist cool. Weil, wie ich gehört habe, du hast jetzt vorher mit der EOS R viel gearbeitet, weil sie kompakt und leicht ist. Und das ist jetzt sicher auch so eine Ergänzung dazu, habe ich das Gefühl. Gleichzeitig aber eben, jetzt hast du auch den Speed, den du von 3SDX eigentlich kennst. Genau. Also das vereint ja das Ganze, was du bis jetzt schon so ein bisschen, ja, ich sage es nicht vermisst, aber wahrscheinlich dir gewünscht hast. Schon auch komplett etwas anderes. Korrekt. Was siehst du jetzt aktuell, wenn du so eine R5 vor dir hast? Und es gibt ja trotzdem noch eine 5D Mark IV oder eben 1SDX. Wie siehst du das aktuell? Ist Spiegelreflex oder Systemkamera überhaupt noch ein Thema? Was machst du aktuell, wenn du jetzt eine neue Kamera kaufen willst? Also ich muss sagen, es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Einsatzzweck darauf an, von was man die Kamera braucht und was also der Haupteinsatzzweck ist. Aber ich meine, wenn du schon mal die beiden Kameras nebenzu anhebst, das ist ein 1DX Mark III, wo auch 20 Bilder schiesst in der Sekunde. Das ist ein EOS R, also ein R5. Also wenn du jetzt schon mal das so vergleichst, miteinander und anhebst, ist natürlich ein riesen Unterschied. Und für mich damals, ich habe ja gewechselt vor zweieinhalb Jahren, wo die erste Spiegellose rausgekommen ist von Canon. Ich hatte einen 5D Mark IV, eine Spiegelreflexkamera, und habe mich dann damals auch entschieden, das ist jetzt die EOS R, das ist meine aktuelle Kamera, umzusteigen vom Spiegelsystem auf spiegelloses System, vor allem wegen Grösse und Gewicht. Du sagst es richtig, natürlich auch mit einem Stück weit einem Kompromiss. Ich habe Geschwindigkeit natürlich ein bisschen vermisst. Ich habe da niemals so schnelle Bildabfolge können fotografieren mit der 1DX. Also für mich war eigentlich immer das gewesen, sobald ich, als ich die 1DX Mark III das erste Mal in der Hand hatte, habe ich gesagt, geil, das ist eigentlich meine Kamera, aber die ist einfach zu gross und schwer für mich. Also für mich wäre es super, so etwas in einem kleinen Gehäuse. Und jetzt ist es soweit, endlich mit der R5 habe ich da wirklich ein Tool in der Hand, das eigentlich die ganze Bandbreite abdeckt. Das deckt die kleine und kompakte Größe ab von einer spiegellosen Kamera und wiederum Geschwindigkeit und Features von einer 1DX Mark III oder sogar noch darüber hinaus, was ich für Möglichkeiten habe. Also von dem her ist das für mich der absolute wahr gewordene Fototraum für meine Arbeiten, muss ich schon sagen. Ja, das klingt cool. Und zwar eben wirklich, es ist ja wirklich so wie eine Vereinigung fast, wo man kann sagen, ja, massiv kleiner und trotzdem kann sie etwa das gleiche wie eine 1DX. Oder noch mehr. Technisch oder voilà, noch mehr sogar. Ist auch etwas speziell bei der 1DX, dass sie über nicht spiegellos eigentlich sogar schneller war. Und jetzt hast du effektiv ein Modell, das schon eigentlich nativ, wenn man das so kann sagen, Fullspeed kann schaffen. Aber gerade, ich glaube, für Sportfotos ist das natürlich der Traum, den du vielleicht jetzt kannst umsteigen eigentlich auf das. Sehr cool. Fotofeatures, vieles kennt man schon, vieles hat man eben schon in den Rumors gelesen gehabt, bevor jetzt die rausgekommen ist. Vieles hat sich auch ein bisschen bestätigt dadurch. Cooler neuer Sensor. Zuerst mal ein Bildstabi drinnen. So Sachen. Sucher sind besser scheinbar. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du mit der EOS R wirklich einen Unterschied gemerkt? Jetzt nebst du vielleicht Geschwindigkeit effektiv beim Brauchen? Ja, also der erste grosse Unterschied, den du merkst, ist natürlich klar, wenn du durchschaust durch den Sucher. Du merkst also, dass der Sucher
nochmal eins massiv besser ist als die von der EOS R. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass da Bildfrequenz, also Frames pro Sekunde, die ich in der R5 habe, ich kann das einstellen hier, das habe ich vorher nicht können. Ich kann da bis 120 Frames in der Sekunde einstellen, Bildwiederholungsrate. Und gerade für schnelle Action ist das natürlich noch ein riesengroßer Sprung gegenüber von der EOS R. Also das Visuelle, das, was ich gesehen als Fotograf, um das Bild beurteilen, das ist schon mal ein riesen Unterschied. Dann, wie schon gesagt, das ist ein 45 Megapixel-Sensor verbaut. Eigentlich auch noch ein riesengroßer Sprung im Vergleich zu der 1DX Mark III, wo wir ja 20 Megapixel haben mit dieser Geschwindigkeit. Mhm. Und da haben wir 45 Megapixel mit 20 Frames in der Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Mit dem mechanischen Verschluss sind es immer noch 12, was ja für die allermeisten Anwendungen auch noch absolut ausreichend ist. Ja, das ist eigentlich auch schon immer mehr als genug. Aber eigentlich erstaunlich, was für eine Datenrate mehr jetzt dazu ist gekommen, wenn du von 20 auf 45 Megapixel hochgehst, trotz der Geschwindigkeit dann kannst du beibehalten. Ja. Das ist wirklich und, speziell. Und ich muss auch sagen, natürlich die Sachen, die jetzt eingebaut sind, wo wir lange darauf gewartet haben, jetzt in der spiegellosen Welt, ist jetzt mal erst die zwei Kartenslots, die wir hier haben. Da haben wir natürlich bei der EOS R ein bisschen die abgespeckte erste Version, nur mit einem Kartenslot. Das habe ich jetzt als Profi immer vermisst, die Möglichkeit für ein Backup zu haben, auf zwei Karten können schreiben gleichzeitig. Dann, was auch neu ist in der EOS-Linie, das ist der Bildstabilisator. Das erste Mal eigentlich für einen, in der EOS-R-Linie, dass man einen Bildstabilisator eingebaut hat. Und ich habe ein Foto gemacht, am Morgen früh, es war noch dunkel, mit einer Viertelsekunde Hand aus der Hand gehabt und das Foto ist dort scharf geworden wie auf dem Stativ. Also da cool, ja. Reden wir von 5 Blendenstufen, die man gewöhnt, wenn das entsprechende Objektiv noch dazu ist, wo Bildstabilisator auch eingebaut hat, hat man bis zu 8 Blendenstufen. Also ich denke jetzt mal, mit einer ruhigen Hand, weitwinklig bis zu einer halben Sekunde, kann man inzwischen gut aus der Hand fotografieren. Ja, und das ist schon erstaunlich. Oder meistens ist es immer so gewesen, dass wegen der Auflösung bekommst du schon ein bisschen mehr ins Wackeln drin, aber eben jetzt mit Kombi. Objektiv hat stabil drin, Kamera hat stabil drin, kommst du natürlich auch schon extrem weit. Glaub, das ist schon richtig krass. Und das ist natürlich etwas, was der R5 Welten voraus ist bei der 1DX Mark III oder auch bei einer EOS R oder auch an einer 5D Mark IV. Also da haben wir wirklich jetzt Features eingebaut, die man bei all den anderen Kameras wirklich vermisst hat bis jetzt. Mhm. Ja, und lange hat man so ein bisschen gemunkelt gehabt, ja, ist jetzt die EOS R echt der 5D Mark IV Ersatz? Und jetzt ist die Antwort ja gekommen, nein, eigentlich nicht, sondern der R5 eben, auch, wie du gesagt hast, Speicherkarten-Slots haben an für sich ein bisschen gefehlt oder ja, auch Geschwindigkeit vielleicht irgendwo durch, aber bis jetzt, ja, wir sehen jetzt, was die Antwort darauf ist. Ein 5D, in dem Sinne, ja, wenn man kann sagen, Ersatz ist wirklich hart gesagt, aber jetzt in Systemkamera, spiegellos, soll ja das ein bisschen das Bonbon sein dazu. Genau, also für mich geht es natürlich noch einmal viel weiter als jetzt nur ein Ersatz oder ein Band an, wenn man jetzt natürlich anschaut, was zwischen der Entwicklung von einer 5D Mark IV und jetzt von einer R5, das sind wirklich, wenn man es auf den Specs, auf dem Sheet anschaut, das sind Welten dazwischen, wenn man das mal einmal vergleicht. Und wir haben jetzt natürlich durchspiegellose System, natürlich hast du völlig andere Möglichkeiten. Man hat den neuen RF-Mount, wo man die neue spiegellose, also wo man die neue RF-Objektiv kann drauf tun, wo man vielleicht nachher auch noch kurz etwas drauf erzählen. Aber trotzdem haben wir auch den Vorteil, dass man mit dem Adapter, wo man seine alten Objektive oder seine bestehenden Objektive von der Spiegelreflexkamera, die nach wie vor kann nutzen. Das heisst, wenn jemand sich jetzt überlegt, umzusteigen von einem Spiegelsystem, von einer 5D Mark IV, von der 1D oder was es auch immer ist und möchte die alten Objektive noch behalten, dann kann er das machen, indem er einfach den Adapter vorne tut und ohne Qualitätsverlust eigentlich seine alten, in Anführungs- Schlusszeichen, ja, genau, RF-Linsen kann auf dem spiegellosen System brauchen. Ja. Aber ich muss natürlich auch sagen, mit den neuen RF-Objektiven rausgekommen sind oder werden rausgekommen, die sind natürlich genau auf die Kamera ausgelegt und die Qualität, die man hat oder eben die zusätzlichen Features mit dem Bildstabilisator, mit den extremen Lichtstärken, die man machen kann, durch die kompakte Bauweise von der RF-Objektiv, ist das sicher auch noch etwas, das für ein spiegelloses System spricht. Yes, ja. Gut, was du angesprochen hast, jetzt mit dem Adapter, he? Das ist schon so etwas. Aber es gibt sehr viele Leute, die im Prinzip noch EF-Objektiv haben, ja, aus altbewährten Systemen natürlich. Jetzt können die adaptieren, vollkommen und umfänglich. Ja.
Auch eben mit dem Bildstab natürlich auch wieder brauchbar, sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich etwas extrem Praktisches. Sie haben ja auch verschiedene Adapter, Graufilter, die ich zum Beispiel noch rein tun kann. Das ist natürlich auch etwas extrem Praktisches. Mhm. Oder ein Polfilter oder genau. Etwas so. Dass ich nicht vor drauf muss tun. Aber jetzt gerade zum Beispiel bei dir. Brauchst du effektiv noch EF-Objektiv drauf, weil du vielleicht noch selber hast? Ne? Ich weiss es nicht. Oder, weil das ist das, was ich auch ein bisschen gehört habe, ist, viele Mal braucht man jetzt halt trotzdem die RF-Objektive, weil sie sind halt einfach gut. Mhm. Sie sind effektiv noch einen Zacken besser, also wenn ich es 50 Mal verglichen ja, und dann fragt man sich ein bisschen, ob ich effektiv noch die RF-Objektive brauche oder bleibe ich jetzt bei diesen RF? Genau. Neuerdings. Also, als ich mich entschieden habe vor 2 Jahren, dass ich auf spiegellos umsteige, dann habe ich wirklich all in gemacht. Ich habe zwar noch ein 5D Mark IV gehabt, eine Zeit lang, habe noch EF-Objektiv auch noch gehabt, aber für mich ist relativ schnell klar gewesen, das ist der Weg, den ich gehen will. Und das ist dort, wo ich die Zukunft sehe, für mich jetzt, für meine Arbeit. Und habe eigentlich angefangen, sukzessiv meine Objektiv zu ersetzen, meine EF-Objektiv durch RF-Objektiv. Inzwischen bin ich komplett spiegellos. Das heisst, ich habe weder ein 5D Mark IV noch habe ich EF-Linse daheim. Ich habe komplett umgestiegen. Und für mich persönlich, ich sehe das ganz klar, das ist dort, wo die Zukunft angeht. Und ich würde mir jetzt, ich muss mir auch kein EF-Objektiv mehr kaufen. Und ich muss auch sagen, eigentlich, das Coole an dem ganzen Ökosystem ist ja, dass man nicht muss gerade sofort wechseln, dass man die Option hat, ja. Dass man kann vielleicht das eine oder andere Spezialitätenobjektiv behalten nach wie vor. Ich denke jetzt gerade an so Tilt-Shift-Geschichten oder genau, zum Beispiel genau oder lange Teles oder was auch immer, einfach so die speziellen Geschichten. Ja, ja. Das kann man nach wie vor behalten, das geht ohne Qualitätsverlust, aber wenn ich jetzt ein 28-70er anschaue, 2.0, wenn ich auch ein 24-240mm anschauen, wo ich jetzt gebraucht habe auf meiner Expedition, was so kompakt, klein und leicht ist, dann muss ich sagen, ist RF für mich absolut die Zukunft. Und jetzt mit der Kamera, mit dem, was sonst noch wird jetzt in nächster Zeit rauskommen, denke ich, setzt man aufs richtige Pferd, wenn man langsam daran denkt, vielleicht seine EF-Linse durch RF-Linse dann abzutauschen. Ja. Oder, genau. Ja, so, dass man ein bisschen nah im Prinzip, aber eben so Spezialitätobjektiv, die werden wahrscheinlich auch mal noch auf dem RF-System, aber momentan muss man sicher mal noch ein bisschen adaptieren, genau. Vielleicht, aber geht ja eben ohne grosse Einbußen zu machen. Mhm. Ja, gerade apropos zukünftig Autofokus. Ja. Eben bei RaceDix ist das für mich schon so eine Frage gewesen, ja, durch den Bildschirm, also über eine Live-View zu fotografieren, habe ich den Dual Pixel AF. Am liebsten ja nur noch so, also genau. So habe ich dann noch den Sucher dazu eigentlich. Genau. Und jetzt kann ich das natürlich hier innen brauchen. Ja. Ist für dich wahrscheinlich als Action-Fotograf so ein Sportsachen das A und O, ja. Oder? Absoluter Wahnsinn. Also Autofokus Performance. Nur schon, als ich die 1DX Mark III durfte testen, als ich umgestiegen bin von der EOS R, um die zu testen, ist natürlich schon ein bisschen gemein, der Vergleich. Also da redet man wirklich von einer richtig groben, schweren Geschütz. Ja, ja. Und man sieht es ja auch. Also. Genau. aber es ist dann natürlich schon merkbar gewesen, dass da eine neue Technologie drin steckt. Ja, ja. Aber du sagst natürlich richtig, das volle Potenzial habe ich eigentlich bei der EOS 1DX Mark III nicht so können ausschöpfen können. Außer ich habe im Live-Modus geshootet und jetzt habe ich eigentlich alles da drin. Ja. Das heisst, ich habe 100% praktisch von meinem Frame, wo ich einen Autofokuspunkt setzen kann. Ich habe Gesichtserkennung, ich habe Augenerkennung. Mhm. Das funktioniert auch mit Tieren, Hunden, Katzen. Neuerdings ist genau. Auch der Tier-AF drin. Genau. Also Hunde, Katzen, Vögel. Ja. Geht nicht nur auf das Tier selber, es geht auf den Körper, es geht aufs Gesicht und es geht auf die Augen. Ich habe selber kein Tier fotografiert und ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es mit einem Ross oder mit einer Kuh oder was auch immer auch wieder funktioniert. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe sie natürlich getestet, Autofokus, Performance, vor allem mit Action, Sport. Und da habe ich mit sehr schnellen Bewegungen geschafft. Ich bin mit einem Skateboarder unterwegs gewesen. Ich habe mit einem 85mm geshootet, offen 1.2. Der ist mit schwarzer Kleidung auf mich zukommen, vor einem relativ kontrastigen Hintergrund, also nicht etwas Einfaches zum Erfassen. Ja. Und ich habe 30 Bilder geschossen und jedes Bild, jedes einzelne Bild war super im Fokus gewesen. Und das ist wirklich etwas, wo völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Absolut. Und was auch noch cool ist, was ich muss sagen, ist der neben dem Augenautofokus auch den Kopf zu erkennen. Mhm. Und zuerst denkt man so, ja, vielleicht der Kopf ist nicht so spannend wie die Augen. Mhm. Aber es ist natürlich so, sobald sich mein
Objekt ein bisschen abdreht und vielleicht die Augen nicht mehr auf dem Bild drauf sind, der Fokus bleibt auf dem Kopf. Okay. Und so, der Sportler, wo er sich gedreht hat, um 180 Grad, er hat einen Helm gehabt. Mhm. Die Kamera hat erkannt, dass das der Kopf ist, von hinten gefilmt und ist immer noch mit dem Fokus ständig auf dem Kopf geblieben. Das heisst, der weiss das, dass das nicht nur die Augen sind, sondern er weiss das durch das, die Autofokus-Algorithmen, dass das der Kopf ist und dass dort drauf muss die Schärfe gesetzt sein. Und das ist natürlich etwas, wo genial ist jetzt für mich auch als Actionfotograf, wenn Leute Helme haben, Brillen anhaben, dass es nicht unbedingt die Augen muss haben, um zu erkennen, dass dort das Gesicht ist, sondern aufgrund von der Körperhaltung oder eben aufgrund vom Körper des Menschen, dass man sieht, dass das jetzt der Kopf ist. Und das ist sehr cool. Sehr cool. Ja, das klingt vielversprechend. Ich bin gespannt, wie ich es dann mal so in echt testen kann. Ich durfte noch zu wenig Erfahrung dürfen machen, aber ich bin gespannt. Wenn du schon so ein Feedback gibst, also sehr, sehr cool. So die Hauptmerkmale haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen in den Rumors gelesen. Hey, ein cooler neuer Sensor, Geschwindigkeit sicher neue Sucher, Ibis, also der Stabi. Hey. Sehr, sehr cool. Sensor gerade mal. Hast du dort schon viel können testen und machen und tun und so ein bisschen analysieren, wie das ist im Vergleich zu den anderen, ob du es jetzt gemacht hast? Also das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist eben die massiv höhere Auflösung, die ich habe mit der R5 mit 45 Megapixel. Und wie sich das aber dann in schlechtem Licht oder Dynamikfang genau auswirkt, das habe ich nicht können testen. Und da bin ich auch nicht so der Richtige dafür. Da gibt es derjenige, die, wenn sie rauskommen, ins Labor stellen und das unter Laborbedingungen testen, das ist für mich eigentlich alles nicht so relevant. Für mich sind die Sachen relevant in meinem täglichen Job. Eben erstens mal die massiv schnellere Bildabfolge, die ich habe. 12 Bilder in der Sekunde mechanisch, 20 Bilder mit elektronischem Verschluss und das bei 45 Megapixel Auflösung, das ist sicher etwas. Dann, du hast gesagt, Bildstabilisierung in Body, wo neu ist, dann eine massiv bessere Auflösung im elektronischen Sucher, wo ich auch kann Bildfrequenz besser oder höher einstellen kann, 2 Kartenslots, das sind eigentlich so die Sachen, die für mich jetzt gerade zuerst so ins Gewicht fallen. Das sind viele andere Sachen, die auch noch dazugekommen sind, zum Beispiel die Konnektivität, das ist jetzt auch etwas, wo ich früher haben müssen zu zusätzlicher Hardware greifen. Jetzt habe ich neu Wi-Fi eingebaut da drin, auf 2,4 und 5 GHz, wo ich funken kann, wo ich Bilder übermitteln kann. Ich habe Bluetooth-Funktionalität, wo ich mit dem Handy Fotos anschauen und auch die Kamera auslösen kann. Und ganz viele andere Features, die jetzt da auch noch eingebaut sind, die für mich jetzt vielleicht als Sport- und Actionfotograf nicht gerade so relevant sind, aber trotzdem eigentlich unglaublich, was Canon geschafft hat, in so einen kleinen, kompakten Body reinzubauen. Wie viel Technologie? Erstaunlich. Genau, das ist eben noch erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Meistens, wie man jetzt kennt, also kennt ist meistens also das Gesamtpaket, das dann stimmt, oder? Eben so kleine Features, manchmal dazukommen, die plötzlich neu sind, wo man dann plötzlich merkt, ja doch, ist wirklich eine neue Generation, die plötzlich auf einem zukommt. Genau. Ich meine schon rein, wenn man die Kamera von oben hat angeschaut, ist die sehr, sehr ähnlich an einer EOS R. Genau. Oder trotzdem die Rückseite vom Ganzen, dass sie jetzt einen Joystick hat. Es ist einiges anders geworden. Sie liegt doch ein bisschen besser in Hand, sie ist besser jetzt da geworden. Aber ich glaube, für Aktoren macht das durchaus Sinn. Absolut. Das ist eine coole Sache. Absolut. Es ist fast ein bisschen gemein, wenn man die zwei Kameras vergleicht. Also, obwohl sie jetzt eigentlich, sagen wir jetzt mal, ob man sie jetzt als Nachfolger bezeichnet oder was auch immer, aber das ist halt so. Genau, man hat es vielleicht falsch gesagt, es ist nicht direkt ein Nachfolger eigentlich. Oder? Genau, es ist eigentlich wie eine Art ein anderes Level, weil rein schon mal jetzt von der Technologie, die in diesen beiden Kameras drin steckt, das sind, liegen Welten dazwischen. Und ich muss sagen, natürlich von der Geschwindigkeit, Funktionalität liegt die R5 viel näher bei einer 1DX Mark III. Natürlich immer massiv kleineren Gehäuse. Und eben für mich ein absoluter Traum jetzt. Ich wüsste nicht, was ich jetzt an dieser Kamera noch möchte verbessern, dass sie für mich stimmt. Also das ist jetzt endlich auf das, was ich gewartet habe, und viel mehr brauche ich gar nicht zum Schaffen. Das ist eben noch speziell vielleicht nicht, aber erstaunlich, oder? Man hat immer so seine Wünsche und Sachen zu diesen Kameras. Eben vielleicht am Anfang zuerst bei der EOS R und hat zuerst gedacht, ja, da fehlt noch eins oder zwei Sachen. Aber jetzt deckt es im Prinzip kann ich nur sagen, eigentlich alles ab, was man sich so in der Regel würde wünschen bei einem High-End-Gerät. Eben bei so einer 5D-Serie eigentlich, was man sich in so einem Gehäuse würde wünschen. Aber es gibt wenige, die ich jetzt irgendwie bemängeln könnte. Oder überhaupt etwas, was ich jetzt könnte bemängeln könnte. Ja, man ist wirklich kein Kompromiss eingegangen. Und das merkt man auch, wenn man die Kamera bedient und wenn man eben mal ein bisschen schaut. Und eben
Tag-Sheets sind ja immer das eine und das andere ist dann der Output, den du damit generieren kannst. Und wenn du mit dieser Kamera schaffst und wenn du siehst, wie brutal schnell die ist, wie unglaublich präzise der Autofokus funktioniert, dann bin ich jetzt an einen Punkt angekommen, wo ich muss sagen, ja gut, also was brauche ich denn noch mehr als 20 Frames in der Sekunde? Ich brauche es nicht. Was brauche ich noch mehr Auflösung als 45 Megapixel für das, was ich mache? Ich brauche es nicht. Was brauche ich noch mehr als einen 5-Stop-Bildstabilisator in der Kamera? Ich brauche es nicht. Also ich bin jetzt an einem Punkt angelangt. Klar, in 2-3 Jahren reden wir über etwas Neues, über eine neue Kamera, die vielleicht noch besser, noch schneller ist. Aber ich muss sagen, jetzt über die letzten 2 Jahre mit der EOS R geschafft, ist alles gegangen, was ich gemacht habe. Zum Teil mit kleinen Einschränkungen, aber wenn es für meinen Job und für meine Arbeit nicht verhebt hat, hätte ich sie auch nicht gemacht, hätte ich den Weg nicht gewählt. Aber jetzt muss ich sagen, ist das natürlich eine Miniaturversion und eine Verschmelzung von einer 1DX, von einer EOS R, von einer 5D Mark IV, alles in einem Body. Und wir haben zwar immer über die Fotos geredet, genau, aber es hat natürlich auch noch ganz andere Ansätze. Es hat natürlich auch noch Filmfeatures, wo natürlich die Filmer sich überschlagen haben, wo sie erst mal gehört haben, was die Kamera alles kann. Genau. Und da muss ich aber auch sagen, ich bin für mich, ich bin zu wenig Filmer, ich tue zwar auch Filme für meine Kunden, aber es ist nicht mein Hauptgebiet. Also ich bin der Fotograf und trotzdem habe ich natürlich die Kamera auch getestet und was für mich natürlich super spannend ist, im Film ist erstens mal die Möglichkeit, dass ich jetzt 4K-Aufnahmen machen kann mit 100 Frames in der Sekunde, also wirklich eine super Zeitlupe. In PAL mit NTSC sind es 120 Frames in der Sekunde. Also eine wahnsinnig schnelle Bildabfolge in voller 4K, ohne Crop. Das ist auch etwas, was man immer so ein bisschen angekreidet hat noch an der EOS R oder an der 1DX Mark III, dass man, wenn man 4K filmt, dann Crop hat. Das fällt jetzt weg. Also man hat eigentlich die volle Sensorgröße zur Verfügung, wenn es ums Filmen geht. Und eben, ich fange mal an, vielleicht von oben. Man hat die Möglichkeit, 8K zu filmen in RAW. Also das ist auch etwas, was man muss sagen, das gibt es. Bis jetzt hat es so noch nicht gegeben. Genau. Das gibt es eigentlich, oder zumindest nicht in so einer Form und für so ein Gewicht. Genau. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und ein Feature, das jetzt für mich nicht so relevant ist, weil 8K schlägt bei mir weit oben aus. Mhm. Aber für jemanden, der sich im professionellen oder semi-professionellen Film schaffen, ein bisschen betätigt, für das natürlich 8K RAW intern aufzeichnet, ohne externe Geräte, natürlich absolut top. Das ist schon etwas komplett Spezielles. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen von Canon irgendwo so ein kleiner Maßstab, den man jetzt setzt. Weil rein noch Datenrate muss wahrscheinlich riesig sein. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass 8K-Video, wenn schon die nicht einmal alle Leute im Prinzip auf einen 4K-Fernseher sind, also 8K wäre im Prinzip viermal ein 4K-Video. Genau. Also das ist schon ein rechter Maßstab, den Canon da setzt. Aber absolut. Ich sage auch, die meisten Leute werden das vielleicht jetzt nicht gerade brauchen, das ist jetzt nicht Priorität, aber wo du gesagt hast, 4K mit 100 Bildern pro Sekunde könnte das Thema sein für viele. Das ist richtig cool. Und was wir auch noch haben, die Möglichkeit, das ist das 8K Oversampling. Das heisst, der Sensor wird voll ausgelesen, jeder Pixel vom Sensor wird ausgelesen, wird nachher in der Kamera auf 4K dann runtergerechnet. Und durch das haben wir viel ein schärferes Bild. Man hat viel genauere Farben und da merkt man doch auch einen Unterschied von dem 8K Oversampling. Und das ist einer von den Anwendungen, Zwecke, wo ich muss sagen, macht ein 8K-Sensor eigentlich Sinn, indem dass man die volle Datenmenge und die volle Information, die man auf den Sensor überbekommt, kann abrechnen auf 4K. Und für mich sind jetzt das eigentlich die zwei Modi, die ich am meisten brauche. Das ist das 8K-Oversampling und das 4K-Filmen mit 100 Frames in der Sekunde. Auch da muss ich sagen, ist das weit über dem, was ich in meinem täglichen Gebrauch werde nutzen. Aber eben für die Filmer geht es noch weiter mit Canon Log. Eigentlich bei fast allen Einstellungen mit den RAW-Möglichkeiten auf 8K, mit eben all den Features, die die Kamera zu bieten hat, auch ein Traum, denke ich jetzt mal, für Filmer und für sehr ambitionierte oder professionelle Filmer. Absolut, ich habe das Gefühl, das wird effektiv eben, ich sage, ein neuer Maßstab sein für das ganze Video, eben weil es in so einem kleinen Gehäuse ist. Mhm. Ja, 8K gibt es zwar mittlerweile schon, aber eben, das ist so eine Kamera und genau. Dann, jetzt wie Canon eigentlich gesagt hat, nicht Autofokus, bei denen, hier heimen, roh und das alles in Kamera intern, gibt es schlicht und einfach noch nicht. Genau. Also ich bin gespannt, was da noch kommt und das klingt jetzt alles nach einem Traum, die ganze Kamera. Aber jetzt mal ganz ehrlich, lohnt sich der Umstieg, wenn ich jetzt vor eine Spiegelreflexkamera komme, auf eine R5?
muss ich überhaupt noch ein bisschen abwarten, eventuell? Weil es ist jetzt einfach mal die erste in dieser Serie oder in der R5. Muss ich dort noch eine Mark II abwarten oder was auch immer? Weil es ist halt ein kleines neues System. Oder was sagst du dort dazu, jetzt wo du gerade umgestiegen bist und auch die Erfahrungen gemacht hast? Genau. Ja, eben, es kommt schlussendlich immer ein bisschen individuell darauf an, was man schätzt an der Kamera oder was für Funktionen einem wichtig sind. Als ich vor 2,5 Jahren umgestiegen bin auf die spiegellose Geschichte, dann war es noch ein Experiment, ein Wagnis. Das ist doch die erste spiegellose EOS-Linienkamera, die Canon herausgebracht hat. Jetzt mit der R5 und wir reden jetzt hier ausschließlich über die R5. Es gibt ja auch noch eine R6, die rauskommt, die ja preislich, aber auch mit den Features ein bisschen tiefer liegt als die, aber vielleicht für viele Leute, die sich den Umstieg überlegen, eigentlich auch eine sehr gute Kamera ist. Ich muss sagen, ich persönlich, wenn mich jetzt jemand fragt und sagt, hey, kannst du mit gutem Gewissen mir empfehlen, einen Umstieg jetzt von einer Spiegelreflexkamera auf eine spiegellose, muss ich sagen, ja, das kann ich absolut. Ich hätte vor Stadium oder korrekt, ja. Korrekt. Hätte ich vor 2 Jahren schon können, aber gleich, dort ist die Hemmschwelle noch grösser gewesen. Wir hatten einen nigelnagelneuen Mount, wo viele Objektive gar noch nicht draussen waren, die man jetzt nach 2,5 Jahren hat. Und wir haben jetzt natürlich mit der R5 und auch mit der R6 einen spiegellosen Body, der an die Spiegelreflexkamera in nichts mehr nachsteht. Ja. Und es gibt ein paar sehr grosse Vorteile vom spiegellosen System gegenüber von der Spiegelreflexkamera. Erstens mal für mich ein riesen Vorteil ist, dass ich eigentlich die ganze Bildfläche habe, oder praktisch die ganze Bildfläche habe, um meinen Autofokuspunkt setzen. Da bin ich doch sehr limitiert gewesen bei der Spiegelreflexkamera. Die Autofokuspunkte sind für mich immer sehr zentral im Bild gewesen. Ich konnte nicht wirklich an den Rand raus können. Habe ich hier einen riesen Vorteil. Dann die ganze Augenautofokusgeschichte, Gesichtsautofokusgeschichte, jetzt neu mit den Tieren. Das ist natürlich auch etwas, wo das Fotografieren mit Personen so viel einfacher macht, dass da, das absolut für die Kamera spricht. Zudem habe ich auch hier einen Tilt-Screen, wo ich jetzt bei der EOS 5D Mark IV nicht habe. Auch etwas, ein Feature, wo ich mich sehr schnell daran gewöhnt habe. Und was jetzt ja auch neu ist, und das ist jetzt ja viele, die gesagt haben, ja, der Umstieg ist mir noch ein schwer gefallen. Wir haben neu auch den Joystick hier wieder zurück, eigentlich, wow, den man kennt von der EOS 5D Mark IV oder von der 1DX. Das wollte ich sagen, bei der ESR hat man es immer noch ein bisschen vermisst. Genau. Und ich muss sagen, die Kamera lässt sich inzwischen so konfigurieren und so bedienen, dass ich eigentlich vom Handling her, außer dass sie etwas leichter ist und kleiner ist, gar keinen grossen Unterschied mehr gemerkt, ob ich eine Spiegelreflexkamera in der Hand habe oder nicht. Im Gegenteil. Der Vorteil hingegen von einer Spiegelreflexkamera ist, dass sie viel schneller einsatzbereit ist als eine spiegellose. Da muss ich doch einstellen und warten, eine halbe Sekunde oder ich weiß nicht genau, wie viel das sind, wie viele Millisekunden. Hingegen bei einer Spiegelreflexkamera, ich schalte nie und kann sofort schiessen. Also das heisst, da haben wir sicher einen Vorteil. Was wir auch in den Vorteil haben, wir haben da ein bessere Batterielaufzeiten, weil man da keinen elektronischen Sucher hat. Die zieht natürlich ein bisschen mehr Strom. Das heisst, ich hole eigentlich aus einer Batterie raus ein bisschen mehr Shots aus einer Spiegelreflexkamera raus als aus einer Spiegellose. Wobei ich jetzt auch muss sagen, dass Canon mit der R5 einen neuen Akku aufgelegt hat mit 13 oder 18%, ich habe es nicht genau im Kopf, mehr Kapazität. Das heisst, ich habe auch wieder etwas kompensiert. Und das sind so für mich ein bisschen die Vor- und Nachteile, die man abwägen muss. Wenn man jetzt noch zum Kühlschrank kommt, zu der Fertigung, die hat eigentlich das gleiche Magnesium wie ein 1DX Mark III. Also man merkt es auch, wenn man sie in der Hand hat, von der Haptik her, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich sehr wertig, sehr hochwertig an. Sie ist gleich abdichtet wie ein 5D Mark IV. Das heisst, sie kann wirklich Spritzwasserschutz und kann wirklich auch unter schwierige Bedingungen fotografieren. Ja. Und ich habe beim Auslöser 500'000 Auslöser, wo eigentlich der Auslöser darauf ausgelegt ist. Genau. Also tönt ja auch nach einem langlebigen Produkt, aber eben, das sollte man so ein bisschen erwarten, glaube ich, auf dieser Stufe. Aber absolut tadellos. Genau. Cool. Ja, cool. Merci vielmals, habe ich da deine Ereignisse und so ein bisschen Erfahrungen dürfen hören. Viele interessante Sachen, viele Features, die du daraus hast gelernt. Ich muss es selber sicher auch mal noch ein bisschen testen, aber wenn ihr es auch mal testen wollt, dann kommt vorbei. Wir werden es ein Lager haben. Wir haben es aber jetzt auch schon im Zumirent drinnen. Das ist unser Mietportal. Da könnt ihr es eigentlich ohne grosses Risiko mal testen und selber in eurem Umgang und in eurem Fotografieren mal brauchen und testen. Am besten kommt ihr vorbei und schaut euch das an.